mal wieder eingekauft bei Rossmann und bei DM. Es sind nicht so viele Sachen, aber da es in letzter Zeit nicht so häufig vorkommt, dass ich da einkaufen gehe, dachte ich, zeige ich euch die Sachen. Und ja, es ist alles in dieser Tüte hier. Und falls ihr Bock habt zu sehen, was ich so gekauft habe, dann bleibt einfach dran. Ich beginne als erstes mal mit zwei Sachen, die ich eigentlich nämlich gar nicht selbst gekauft habe, sondern die mir gekauft wurden. Aber sie war bei DM und hat diese Sachen für mich gekauft und deswegen dachte ich, nehme ich die einfach mit rein, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert. Und als erstes habe ich da von Tarte das Sofort Volumenpuder. Das habe ich mir auch schon mal selber gekauft. Und ich finde den Effekt eigentlich ganz gut, aber ich mag nicht so sehr, wie es sich auf der Kopfhaut absetzt. Also für mich ist es nicht so gut. Meine Kopfhaut ist dafür einfach zu empfindlich, glaube ich, dass ich damit gut arbeiten kann. An sich ist der Effekt aber gut. Ich persönlich würde es mir nicht nochmal nachkaufen, aber ich habe es jetzt ja geschenkt bekommen. Ich werde es wahrscheinlich einfach verlosen an euch. Es wird nämlich bald noch eine große Verlosung geben und darauf freue ich mich sehr und ja, vielleicht freut der eine oder andere sich ja darüber. Und als nächstes hat sie mir noch einen Lipgloss geschenkt. Der ist von Astor. Das ist einer von diesen Perfect Stay Glosses, die 8 Stunden lang halten sollen. Und das ist halt so ein rosaner und ja, ich habe mich gefragt, ob sie mich dezent darauf hinweisen wollte, dass mir irgendwas, dass ich irgendwas an meinen Haaren verändern soll oder dass ich vielleicht mal ein Lipgloss tragen soll. Keine Ahnung, ob sie das mit mir da, ob sie das damit sagen wollte. Ja. Ich habe diese Farbe noch nicht ausprobiert, finde sie aber sehr schön und werde mal gucken, wann sich die Möglichkeit bietet. Ich bin nämlich eigentlich nicht so ein Lipgloss-Fan, wenn die halt so kleben und so weiter. Das ist irgendwie nicht so meins, aber ich muss einfach mal schauen. Und dann ebenfalls von DM habe ich hier diesen Sandstyle Polish von P2 in der Farbe 070 Pretty. Und ich finde den halt total schön. Ich hatte den schon mal, der ist mir mal irgendwie eingetrocknet, weil ich den nicht richtig zugedreht habe. Und deswegen habe ich ihn mir nachgekauft und ich finde den super, super schön. Und allgemein mag ich diese Sandnagellacke von P2 einfach total. Also falls ihr da noch keinen habt, könnt ihr da eigentlich, egal welche Farbe, ihr könnt da einfach einen euch mal von kaufen und gucken, wie euch die gefallen, weil die Qualität eigentlich komplett gleich ist von allen Farben. Und dann habe ich als nächstes eigentlich fast nur noch Sachen von der Rossmann Eigenmarke, nämlich von Rival de Loup. Und da habe ich mir als erstes wieder nachgekauft, weil ich es so liebe und es einfach jedem empfehlen kann, das Clean and Care ölhaltige Make-up-Entferner-Ding hier für jeden Hauttypen. Und das entfernt halt auch wasserfestes Make-up und danach suche ich halt immer und habe damit meinen heiligen Gral gefunden. Mich stört es persönlich nicht, weil es ölhaltig ist. Es gibt das Ganze aber auch noch ohne Öl für diejenigen, die das nicht so mögen. Und dann habe ich noch zwei Masken von Rival de Loup, weil ich irgendwie gar keine Masken mehr hatte und ich zu faul bin, mir jetzt momentan welche anzurühren. Und deswegen habe ich mir einmal von Rival de Loup die Peel-Off-Maske geholt, die Poren tief reinigen soll und das Hautbild verfeinern soll. Und dann einmal noch die Pure Skin-Maske für klärende Pflege und die soll beruhigend sein. Und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht mit den Masken von Rival de Loup. Ich kann da auch einfach jede empfehlen, die sind einfach total toll und gerade mit meiner Haut, die eigentlich eher so ein bisschen problematischer ist, habe ich da noch nie Probleme mit gehabt und kann die auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Dann habe ich als nächstes einen Lip Liner von Rival de Loup, weil ich nämlich einen Lip Liner brauchte, der zu helleren Lippenstiften auch passt. Und ich habe einen von Essence, aber irgendwie wird der nicht so gut. Aber ich bin sowieso auch, ich habe auch ein bisschen Probleme sowas mit Lippenstiften, Lip Liner und sowas. Hält irgendwie bei mir nie lang, egal von welcher Marke irgendwie. Es ist echt egal, ob teuer oder günstig oder ein Mittelding. Ist egal und ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, um ihn länger halten zu lassen. Egal, aber ich wollte wenigstens dann einen Lip Liner haben, der passend in der Farbe zu den Lippenstiften, den ich momentan gerne trage. Und zwar diesen hellen Lippenstift in solchen Rosé-Tönen. Und dann habe ich von Rival de Loup halt jetzt hier diesen Automatic Lip Liner in der Farbe 11, glaube ich, ja. 11 Soft Rose. Und ich finde die Farbe halt total schön und sie passt halt perfekt zu den Lippenstiften, mit denen ich den kombinieren möchte. Richtig unspektakulär habe ich dann auch noch 160 Wattestäbchen gekauft. Spaß, ist einfach Wattestäbchen, also nichts Besonderes. Ich nehme die halt, um Augen-Make-up zu korrigieren und wofür man Wattestäbchen halt auch noch so nimmt. Und für Nagellack-Korrekturen nehme ich die einfach auch. Was ist denn, Julia? Was denn, willst du schon wieder mit ins Video? Du bist jetzt immer in jedem Video. Hm? Ja, gut. Ja, ist die Kamera. Ja? Ja? Ja.
richtig schön sein. Dann habe ich mir wieder ein Deo nachgekauft. Und zwar das von Rexona. Das ist ohne Aluminiumsalze. Das ist dieses Shower Fresh. Beziehungsweise ich habe es mir nicht nachgekauft. Ich musste mir ein neues Deo kaufen. So. Und ja, ich werde mal gucken, wie das ist. Ich bin gegen sehr viele Deos immer sehr schnell allergisch. Deswegen muss ich mal gucken, wie das jetzt für mich funktioniert. Und das letzte, was ich habe, ist von Essence. Das Soft Touch Mousse Make-up in der Nummer 04 Matte Ivory. Und ich wollte halt, ich habe viele neue Foundations und sowas in der letzten Zeit zwar bekommen, aber ich wollte dieses hier schon sehr, 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 sehr lange ausprobieren und deswegen dachte ich, es hat mal die Gelegenheit, mir das zu kaufen, als ich von dem Rossmann war. Und ja, das ist so eine richtig fluffige Textur. Ich denke mal, das kennt ihr auch von anderen Marken, dieses Soft-Mousse-ige. Und ja, lässt sich super schön verteilen. Ich trage das auch heute. Gerade vom Videodrehen habe ich mich geschminkt und habe ich das benutzt und das finde ich wirklich schön. Es ist sehr leicht und es hat einen gelblichen Stich, wenn man es aufträgt. Aber wenn ich es verteile, dann sieht es irgendwie gar nicht mehr gelblich aus, was für mich nämlich eher negativ wäre, weil ich einen rosafarbenen Hautunterton habe. Aber dieses hier kann ich auf jeden Fall auch für sehr helle Häutchen empfehlen und gefällt mir bis jetzt echt richtig gut. So, dann hoffe ich, dass euch dieser kleine, aber feine Haul gefallen hat. Und schreibt mir gerne eure momentanen Drogeriefavoriten in die Kommentare. Ich lasse mich da immer anfixen, ihr wisst das. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht wollt ihr euch noch meine letzten beiden Videos angucken. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und bis dann. Tschüss.